Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Und heute starten wir mit Episode 3. Der vermutlich finalen Episode, wenn ich mir so die Aufteilung der Buttons angucke. Jetzt sollte eigentlich wieder Captain Toad dran sein, oder? Denn im letzten Part wurde Captain Toad Dead entführt. Weil sie ihren Toad gerettet hat. Wie ergreifend. Oha. Er ist wohl in irgendeine Höhle gefallen. Hey, sieh mal da an. Guck mal. Da ist ein bisschen Geld. Nettes Detail für alle, die sich hier mal ein bisschen genauer umgucken. Na, dann werde ich doch mal die Leiter hier hochklettern. Mir wurde übrigens gesagt, dass ich in einem Level eine Pixel Rosalina finden kann. Die will ich auf jeden Fall finden, Leute. Die will ich auf jeden Fall finden. Und da ist der nächste Stern. Hol ihn dir. Oh no. Wingo hat jetzt sogar gemerkt, dass er Toadette entführt hat und trägt sie nun im Schnabel und nicht mehr irgendwie nur zufälligerweise an seiner Kette. Er ist nun also ein wirklicher Bösewicht geworden. Also Captain Toad, gib dein Bestes und setz diesem Vogel endlich ein Ende. Captain Toad Treasure Tracker, Episode 3. Dieses Episodensystem lässt eigentlich noch locker Platz für beispielsweise 4, 5, 6 in Captain Toad Treasure Tracker 2. Das wäre doch episch, oder? Also ich würde es mir auf jeden Fall holen. Insofern Episode 3 jetzt keine komplette Enttäuschung ist. Wo bist du, Toadette? Oh ja, ich werde dich finden. Oh, und wir fangen direkt mit einem Lava-Level an. Dem Walzen-Inferno. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ach du Scheiße. Ich nehme an, das dreht sich zu schnell, dass ich da rüberkomme. Ja. Okay, und das auch. Das heißt, ich muss jetzt hier drauf und dann hier drauf. Ja. Dann gehe ich hier runter über die Münzen, schaue, ob ich hier irgendwo was finden kann. Ich möchte jetzt die geheimen Goldpilze nicht einfach so wieder verpassen, wie es mir die letzten Male immer ergangen ist. Moment mal, könnte ich da runterhüpfen? Nein, von der Walze komme ich nur hier rüber. Okay. Da kann ich auch nicht runterhüpfen. Hier ist momentan der einzige Weg für mich nur das grüne Rädchen. Ja, das Level sieht recht übersichtlich aus. Ich glaube nicht, dass ich hier große Probleme bekommen werde. Aber man soll ja gewissermaßen... Schau mal hier. Da kommen wir hier unten raus und bekommen dafür den ersten Juwel. Epic. Und guck mal, die Pusteplattform bewegt sich wieder, weil ich so laut rede. Okay. Da unten ist der zweite. Und dann komme ich hin, indem ich mich da fallen lasse und dann hier, okay, da muss ich mich darüber boosten. Das kriege ich hin und den da oben kriege ich auch direkt. Dann sollten wir eigentlich die Juwelen schon mal alle haben. Jetzt ist die Frage, sind die Sondermission nur Münzen? Sind es sowas wie kein Gegentreffer allein? Oder gibt es hier wirklich noch irgendwo einen geheimen Goldpilz? Mittlerweile traue ich dem Spiel ja alles zu, ne? Da kann ich mich nicht fallen lassen, nein. Wo komme ich denn jetzt hier runter? Wo geht es denn jetzt für mich weiter? Ich muss irgendwie da runterkommen und dann... Ah, kapiert. Wir müssen uns auf die Puste... Jetzt bin ich kurz zurück, nicht, dass ich die auslöse aus Versehen. Okay. Hat alles geklappt. Das Viech landet da auch wieder. Und wir haben den dritten Kristall. Wenn ich eine Facecam hätte, dann hätte die gerade das behinderteste Gesicht aller Zeiten gesehen. Das sind einfach so Fails. Da muss man nichts sagen. Die sind selbsterklärend. Immerhin bleiben alle Juwelen gespeichert. Und dadurch sparen wir uns eine große Menge Zeit.
hätte mich vielleicht vorher umgucken sollen, ob ich da sterbe. Aber immerhin komme ich jetzt direkt zum Stern. Aber davor sammle ich jetzt hier oben noch alle Münzen ein. Wer weiß, ob die Sonne nicht so wirklich die Münzen sind. Boah, jetzt wäre ich fast getroffen worden. Nein, ich werde es einfach jetzt mal hier ganz easy machen. Ich wüsste nicht, wo ein Goldpilz sein sollte, falls es in diesem Level einen gibt. Und es waren tatsächlich die Münzen und... ich habe nur 67. Okay, dann werde ich mal kurz alles einsammeln, was ich finden kann. Und wir sehen uns gleich wieder. Wuhu, wir haben es geschafft, Leute. Und ich konnte auch in der Zwischenzeit noch mein Gamepad ans Ladekabel anschließen. Also, da habe ich jetzt auch gar keine Probleme im Part bekommen. Vielleicht war der Cut gar nicht so schlecht. Und nun müssen wir unseren pixeligen Freund finden, der sich hier irgendwo in dieser ultra heißen Welt aufhält. Wo auch immer. Ich glaube, gerade gemütlich wird es hier nicht für ihn. Wie gesagt, ich werde mich erstmal wieder umschauen. Ohne überhaupt loszulaufen, weil ich ihn da unten schon sehe. Oh yeah, da hüpft er in der Lava rum. Der kleine Strolch. Ah, schön. Dann haben wir uns hier immer ein bisschen Zeit gespart, die ich jetzt am Anfang verplempert habe. Dann sollten wir jetzt wieder super im Zeitrahmen sein. Und kommen, wir haben hier zwei Stempel. Ja, wir haben hier zwei Stempel. Zum nächsten Level. Katapultflug über den Magmasee. Boah, kommen jetzt nur noch Lava-Level oder was? Aber die Level mit Gras und Wasser sind immer so schön. Ah ja. Schon kapiert. Schon kapiert. Hui! Und sieh mal an, da unten ist direkt ein Secret. Und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal hier hinstellen. Und ich muss hier sogar hin. Oder nicht? Doch, ich muss hier sogar hin. Hier ist... Nein, muss ich nicht. What? Ich blick gar nicht durch. Ich glaube, ich hätte da nicht hingemusst. Aber hier war natürlich der erste Kristall. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss mich eigentlich darüber schließen lassen, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, dann killen wir den sogar. Wie cool. Wie cool. So. Muss ich jetzt ein bisschen konzentrieren, dass ich nichts verpasse. Und sieh mal an. Der war jetzt relativ geschenkt. Geht's noch lang? Nein, das ist zu. Okay. Jetzt haben wir hier einen P-Switch. Und mit dem fahre ich die Plattform nach da drüben. Okay. Ah, hier kann ich hoch. Boah, dieses Level ist irgendwie... hat viel mehr zu bieten, als es auf dem... Jetzt muss ich mich beeilen. Ja! Kristall geholt. Nice. Und jetzt noch zurücklaufen. Super, alle drei Kristalle haben wir schon mal. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo wieder einen Goldpilz übersehen haben könnte. Aber ich sehe da keine Möglichkeit, wo wir irgendwas vercheckt haben sollten, ne? Zack, den gekillt. Da oben habe ich mich umgeschaut und da unten... Ich wüsste momentan wirklich keinen Platz, wo ich einen Goldpilz übersehen könnte. Ich habe keine Ahnung, was hier die Sondermission sein soll. Sammeln wir einfach mal den Stern und lassen uns überzeugen. Oh, das sieht episch aus. Toad zwischen den Flammen. Epic Toad. Keinen Spike besiegt. Das geht? Okay, das schauen wir uns gemeinsam an, weil ich mir einfach gar nicht erklären kann, wie das klappen soll. Ich bin so ein Vollhorst. Der größte Vollhorst vor dem Herren. Okay, kein Spike besiegt. Kein Spike besiegt. Dann machen wir das. Ah, ich weiß. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Jetzt schnell an die Leiter hin. Und da werde ich getroffen. No. Ich dachte, da wäre ich sicher. Aber es gibt hier irgendwo einen Pilz. Es gibt hier irgendwo einen Pilz. Und den will ich finden. Den werde ich auch finden. Oh, aufpassen, dass ich hier irgendwo blöd getroffen werde. Beim Beeilen. Der Pilz war hier, gell? Genau. Deswegen sind da auch die Leitern. Extra für die Mission wurden die wahrscheinlich hingemacht. So, da drauf. Oh, ich lebe sogar noch. Ich dachte, ich müsste hier wieder einen Gegentreffer einstecken. Oh, ich lebe immer noch. Wie habe ich denn die letzten beiden Spikes ohne Gegentreffer überlebt? Mit präzisem Gaming. Nur hier auf Hübi LP. Nice. Sehr cool. Den ersten Stempel haben wir. Und den zweiten verdienen wir mit unserer Amiibo.
Oh, ich finde es immer so süß, wenn er auf die Schnauze fällt. Das sieht immer so putzig aus. Und jetzt. Ich denke, bei denen werden wir wieder auf Anhieb finden, oder? Das Level hat jetzt auch nicht so viel zu bieten. Ich hätte eine Idee, wo er sein könnte. Aber ich schaue mich erst noch weiter um. Okay. Auf den ersten Blick für mich kein Pixeltor zu finden. Ich habe eine Idee, wo er ist. Und zwar in der Nähe des P-Switches. Da würde ich ihn jetzt einfach mal vermuten. Aber ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen. Und zwar einfach mit unserem Gehör. Ich glaube, jetzt sollte es dann lauter werden. Moment. Jetzt. Tatsächlich. Und zwar vermute ich ihn... Nein, Moment. Oder doch? Ich vermute ihn da, wo sich jetzt dann diese blaue Wippe wegbewegt. Okay, da nicht. Aber da unten. Okay, auf der anderen Seite. Ich hatte ihn jetzt vorne vermutet, aber er war eigentlich direkt unter mir. Aber ich hatte immer die richtige Tendenz. Das ist cool. Und jetzt kommt noch... Oh no. Die piependen Blöcke in den Sternen. Ein Level angelehnt an Super Mario 3D World, in dem die Captain Toad Level ja das erste Mal wirklich vorgestellt wurden. Diese Blöcke wechseln immer ihre Position anhand des Beats. Und ich schätze, dass hier die Mission möglicherweise das Münzensammeln ist. Das würde sich nämlich irgendwie anbieten und ich werde jetzt einfach mal da reingehen. Weil da der erste Kristall für mich ist. Zum Glück wechseln die nicht so schnell die Position. Also sie wechseln die Position in einem machbaren Tempo. Hier muss ich an der Leiter bleiben, weil man sieht, dass die Leitern erhalten bleiben, auch wenn die Blöcke verschwinden. Was jetzt physikalisch anfechtbar ist, aber nein. Und ich sehe gerade, ich habe den zweiten Kristall vercheckt. Oder den ersten, weil der da unten ist. Soll ich mich umbringen? Ich möchte mich... Doch, ich bringe mich um. Ich bringe mich um. Hua! Da macht er einen Abflug. Weil, ja, die Kristalle gespeichert werden. Weil die Kristalle ja gespeichert werden. Und das heißt, ich muss den zweiten nicht mehr holen und kann jetzt den ersten noch ganz entspannt holen. Und dann habe ich dann... Ja, das ist besser. Ich habe mich nämlich schon gefragt, warum da die Rüben sind. Ich habe den Kristall einfach mal voll übersehen. Ihr habt ihn wahrscheinlich gesehen und euch die ganze Zeit gedacht, Mann, Hübi, die Rüben brauchst du doch. Ja, ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Ich brauche die noch. Und ich habe jetzt trotzdem auch noch die anderen geworfen, weil ich die Münzen haben wollte. So, jetzt muss ich mich beeilen. Oh, Jesus. Triff mich nicht, bitte. Oh mein Gott, er trifft mich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist... Man steht einfach permanent unter Druck. Was haben wir hier? Den nächsten Kristall? Nein, einen Pilz. Okay, einen Pilz. Da unten den Kristall habe ich ja schon. Bam! Ja, geschafft. Treffe ich von hier den Feuerbruder? Ja, und zwar, wenn ich, glaube ich, auf den blauen Block steige. Und ich nehme an, beim Feuerbruder ist auch der dritte Kristall. Treffer! Oh yeah, oh Gott. Jetzt müssen wir auch noch getimed runterfallen, Leute. Jetzt müssen wir auch noch getimed runterfallen. Nice. Die Münzen habe ich auch noch mitgenommen. Hier ist wahrscheinlich der dritte Kristall. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt jede Münze geholt, die es in dem Level gibt, oder? Ich schaue mich nochmal so ein bisschen um. Ich finde keine versteckten Münzen. Okay. Dann sollte ich das Level jetzt eigentlich gepackt haben. Hier nehme ich nicht den getimten Schwung, sondern warte, bis hier unten die blauen erscheinen und laufe dann ganz entspannt zum Stern. Bitte lass mich die Bonusmission geschafft haben. Ich habe den Feuerbruder gekillt. Oder vielleicht töte den Feuerbruder nicht. Keinen Schaden erlitten. Das habe ich nicht. Okay. Episch. Episch. Und jetzt noch den Pixeltoad hinten. Dann haben wir einen wirklich erfolgreichen Part. Mal abgesehen vom ersten Level. Das, ja, das kehren wir mal so unter den Teppich, wo niemand hinguckt. Der hat hier eigentlich keine wirklichen Verstecke. Der hat hier keine wirklichen Verstecke. Hier haben wir so einen Steckbrief. Da ist er nicht, aber der muss an so einem braunen, festen Block dran sein. Die Frage ist jetzt nur, an welchem? Ich konnte ihn noch nicht entdecken. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Der kann nur an so einem
grauen Block sein. Okay, dann spielen wir halt ein bisschen und achten auf unser Gehör. Und dann werden wir ihn schon finden. Aber ich kann nur an so einem braunen Block sein. Woanders kann er sich ja gar nicht aufhalten. Oder irgendwo, wo ihn niemand erwartet. Wenn wir von oben gucken, kann ich noch nicht sehen. Okay. Ja, laufen wir einfach los. Laufen wir einfach los. So schwer wird das schon nicht sein. Hören tue ich auf jeden Fall noch nicht. Jetzt höre ich ihn leicht. Da musste doch fast an dem mit dem Hammerbruder sein. Er ist unter dem Hammerbruder. Der Pixeltod ist unter dem Hammerbruder. Und ich kann ihn nicht antippen, solange der Hammerbruder da ist. Wie mies ist das denn? Wie mies ist das denn? Ich muss nochmal den Hammerbruder mit einem nicen Snipe killen. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich bin Profi-Sniper mit den Rüben. Oh, schnell los. Schnell, das schaffst du. Oh Gott. Okay. Waffe geladen. Jetzt muss ich mich nur noch richtig ausrichten. Zack. Gekillt. Und angetippt. Ja, unter dem Hammerbruder war das einzige Versteck, was ich jetzt nicht von Anfang an im Kopf hatte. Aber wir haben es ja geschafft, oder? Wir haben es geschafft und haben 3 Level erfolgreich abgeschlossen. Beim nächsten Mal gibt es dann die Spitzhackenarchäologie. Aber die Levelforscher kriegt ihr noch nicht. Weil die Kristalle gebe ich erst beim nächsten Mal aus. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammen Captain Toad Treasure Tracker spielen. Euer Hübi. Haut rein.